Möbelhäuser erfüllen Einrichtungsträume und nun vielleicht auch Lebensträume. Für Samstag hatte Möbel Martin von 10 bis 17 Uhr gemeinsam mit UFA Talent Base zum Film- und TV-Casting ins Einrichtungshaus an der Barcelona-Allee in Mainz-Hechtsheim eingeladen. Weil wir einfach immer wieder abwechslungsreiche Aktionen machen möchten, um ein vielfältiges Publikum anzusprechen und ein Casting natürlich gerade für das junge Publikum, für die jungen Zielgruppen, die wir ansprechen möchten, eine tolle Gelegenheit ist, mal unser Möbelhaus aufzusuchen und sich auch davon zu überzeugen, dass wir tolle, dynamische, schicke, stylische Möbel haben. Im Auftrag der UFA Film- und TV-Produktion mit Sitz in Potsdam sucht die UFA Talent Base nach neuen Gesichtern, Darstellern, Komparsen, Tänzern, Sängern, kurzum nach Menschen mit besonderen Fähigkeiten und dem Mut, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Welche Chancen eröffnet die Teilnahme? Also erstmal ist es ja so, dass wir für sehr verschiedene Formate casten, für gute Zeiten, schlechte Zeiten und uns verbotene Liebe, für alle laufenden Formate, aber auch für Formate, die jetzt noch in der Planung sind, für Spielfilme, für TV-Filme und die Chancen sind relativ sehr hoch, da mitzumachen. Bisherige Casting-Highlights waren zum Beispiel die Kinofilme Der Medikus und Honey und Nanny. Eines der neuen Formate, für das UFA Talent Base die Augen offen hält, ist die Fox-Show Tortenschlacht – Wer backt am besten? Da treten Hobbybäcker gegeneinander an. Das wird eine Show sein, die das ganze Jahr über ausgestrahlt wird. Und da können sich denn also alle, die Lust haben und sagen, ich kann gut backen, können sich dann bewerben. Und diese junge Dame, die hat gesagt, ich kann gut backen, es schmeckt total lecker. Ich backe ganz exotische Sachen. Und da haben wir gesagt, das interessiert uns. Da haben wir sie gecastet und jetzt stellen wir sie vor. Wer sich erst einmal überwunden hatte, hatte recht schnell viel Spaß bei der Sache. Ich war ziemlich aufgeregt, aber ich denke, das hat sich dann auch gelegt, wenn man lockerer ist, ne? Ich war anfangs ziemlich nervös, es hat sich aber gelegt, aber ich bin momentan noch ein bisschen nervös, weil ja, da wartet noch mal ein kleiner Schauspielakt auf mich und ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Ich bin die Letzte, bei der du dich melden solltest. Auf Wiederhören, du Arschloch. Für UFA Talent Base hat sich die Reise nach Mainz gelohnt. Die Castingstationen Fotografie und Film waren durchgängig gut besucht und es gibt jede Menge vielversprechende und lebenslustige Talente. Wir casten heute auch unter anderem für das RTL Supertalent und da wollen wir ihn jetzt vorstellen. Richtig?